Also, diesmal haben wir ja einen Granatenwerfer. Also könnte es diesmal sogar klappen, ohne zu sterben, einen Big Daddy zu töten. So. Und da ist er. War doch klar, dass er hier irgendwo in der Nähe ist. Big Daddy, kannst du dich nicht darum kümmern? Nein, was soll das? Hör auf mich zu gehen! Das ist jetzt aber verstörend nervig. Okay. Die nehmen wir mit. Das laden wir nach. Das Verbandskasten nehmen wir mit. Das hören wir uns jetzt an, wenn wir uns mit dem Big Daddy angelegt haben. Da geht's nicht lang. Lag da noch was? Ja, Pistole. Können ja schon mal alles richtig nachladen. Gut. Das ist was, ich fange auch gleich mit dem hier direkt an. Muss mich konzentrieren. Hallo. Oh Gott. Das war grad nervig. Na gut, dann retten wir die mal. So, Entschuldigung. Da hat es doch ernsthaft gerade an der Tür geklopft. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich bin jetzt nicht ernsthaft gerade in die Mühle reingelaufen, wieder unten lag. Wo bin ich denn hier? Ah, ich bin wieder hier. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal dahin laufen. Also nochmal, Entschuldigung wegen der Unterbrechung eben. Ich versuche, dass es nicht wieder vorkommt. Du weißt nicht, wie es ist. Hier ist schon wieder jemand, das gibt's doch nicht. Ich habe mir einen Big Daddy angelegt. So, jetzt können wir auch in Ruhe alles nachladen. Das. Das. Und das war's. Ich muss sagen, das war jetzt, glaube ich, die letzte Little Sister in diesem Level. Den haben wir durchsucht. Das heißt... Moment, ich guck mal nach. Ja, das war die letzte. Oh, das heißt, in diesem Level muss ich jetzt erstmal gegen keine Rosies mehr kämpfen. Können wir jetzt da reinhören, ohne gestört zu werden? Versuchen wir es. Halt. War da noch was? Ich höre schon wieder einen Big Daddy. Aber der kann mir jetzt egal sein. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen.
Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Das sind doch die Seeschnecken, die bei den Little Sisters im Magen liegen. Oh, die ist noch... Hey. Den hätte ich noch mal ganz kurz. Damit ich gleich nicht gestört werde. Das möchte ich nämlich nicht. Halt, der hätte da eigentlich liegen bleiben können, aber egal. Zack, 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 zack. Zack, zack, so. Den dahin, den dahin, den dahin, den dahin. Und jetzt brauche ich noch zwei. Die ich wahrscheinlich jetzt... Doch, exakt zwei habe ich noch gefunden. So. Und los. Hier ist gerade kein Gegner mehr, das heißt, wir können uns das mal ganz kurz auch noch mal reinziehen. Kiste noch durchsuchen. Masha, Liebling, wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. 7533. Ganz ehrlich, das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Damit ich nicht vergesse. Ich glaube, das ist der Code für unten die Tür, damit wir die aufbekommen. Ah, das da unten kennen wir ja. Und da unten sind, glaube ich, schon wieder welche. Gut, dann glaube ich, wir haben den Code. Mann, mein Hals ist ziemlich kratzig. Was ist das? Voll. Okay. Und da liegt noch was. Das habe ich genau gesehen. Muss ich gar nicht verstecken. Ich habe doch gerade was glitzern sehen von hier. Oder war das nur die Lampe? Duck dich doch. Nein, ich wusste doch, ich habe was gesehen. Okay. Dann müssen wir hier lang. Was willst du von meiner Kleinen? Warum zögerst du? Tritt gegen mich an, du... Ich hab mich doch mit dir angelegt. Tja, da kehrt sie mir den Rücken zu. Das ist aber unhöflich. Da ist noch ein Laden. Ich brauche noch ein paar Sachen. Ja, was ist das? Sicherheitsnotschalter. Bots, was ist das? Ich glaube, das ist dafür, um die Bots zu... Oh, eine Kamera. Zurückzurufen. Ich könnte es ausprobieren. Das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Den musste ich jetzt leider zerstören, denn ich konnte es nicht hacken. Ich kam da oben leider nicht an. Aber ich höre noch eine Kamera. Hier können wir auch noch mal reinhören, aber erstmal... Das Ding ist schon etwas schwerer.
Das müsste ich aber auch ganz leicht hinkriegen. Ich bin immer am Hacken. Wenn es schwer erscheint, bin ich immer sehr ruhig. Weil ich mich dann doch ein bisschen konzentrieren möchte. Ich sehe das letzte Stück auch schon. So. Dann kaufen wir ein bisschen was. Davon brauchen wir wieder ein paar. Ich nehme lieber noch einen Verbandskasten mit. Davon nehme ich mal 3 mit. Ausnahmsweise 6. Die benutze ich ja sowieso nur gegen die Big Daddies. So, das Ding lade ich vorsichtshalber mal nach. Halt! Dann gehen wir erstmal auf die Pistole zurück. Tja, und hören wir hier mal rein. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Da ist die Kamera. Also jedenfalls das Licht. Wo genau ist die Kamera selbst? Dreh dich doch. Na, die scheint einfach zu sein. Hoffe ich jedenfalls. Na, so einfach ist die jetzt aber auch nicht. Viele, die einen hier runterführen, haben wir jetzt auch nicht wirklich. Machen wir das. Das. Das, das. So, das ist leider nicht richtig. Sondern der. Sah zwar gut aus, aber wir wollen es ja richtig haben, nicht falsch. Wir müssen ja das hier nicht unnötig in die Länge ziehen. So wie ich fast gar nicht in die Länge ziehe. Ah, Schmuggelkiste. Also Schmugglerkiste. Mit Kreuzen und Bibeln. Das ist die Schmuggelware hier. Halt, da lag noch was. Ich wette, ich habe schon 1000 Sachen bestimmt hier im Spiel übersehen. Tja, aber kann man nichts machen. Wieso habe ich denn das jetzt ausgerüstet? Okay. Büro des Hafenmeisters. Hört sich ja vielversprechend an. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Nein! Aber was Gutes? Oh, jetzt können wir die Hebel ausprobieren. Oh, ich hab kein Geld mehr! Bot zu holen, denn der andere ist ja ganz plötzlich weg gewesen. Okay, das heißt, ich muss hier runter schon. Zack, zack. Die Kamera habe ich eben echt nicht gesehen. Ich habe die auch am Ende noch nicht gesehen, aber sie ist im Raum drin, das heißt, gegen die kann ich jetzt sowieso noch nichts machen. So, einmal.
da und jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen, der runtergeht. So. Okay, das war auch ziemlich dumm gerade. Ich muss echt besser aufpassen. Dass das hier Geld kostet, wusste ich nicht. Okay, da ist die Kamera dran. Ich würde mir den Raum echt gerne ansehen, aber... Mein Gott, was ist nur hier los? Ich wollte gerade sagen, ich finde irgendwie nicht das Richtige. Das bis dahin und das war's. Ich bin schon gerechnet, dass hier überall welche sind. Zack. Hey, was mache ich denn? Der muss doch dahin. Huch, da war dasselbe Teil. Ja, okay. Ich fand das hier jetzt aber viel schöner. Irgendwie glaube ich, dass die Hälfte des Spiels besteht wirklich nur aus Hacken. Einfach immer Hacken, Hacken, Hacken. Wer macht das denn nicht? Da ist noch eins. Oh! Okay, dass der sowas schief war mir nicht klar. Ja, ich wollte jetzt einfach mal alles öffnen, damit ich einen besseren Überblick habe. Und ich habe ehrlich gesagt noch einen viel schlechteren Überblick, als wenn ich die Hälfte geschlossen lasse. Das da, das da. Das da. Zack. 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 So. Die Leiche noch angeflogen. Und hier bin ich jetzt gekommen, oder? Ja. So. Ich hoffe mal, das war jetzt die letzte Maschine. Ich kann mich hier beruhigt ein bisschen umgucken. War das ein Schokoriegel? Ich habe zu schnell gedrückt, dass ich wieder nichts gesehen habe. Nichts. Nichts. Und ich glaube, unser kleiner Freund ist weg. Mal wieder. Der ist aber auch wirklich zu nichts zu gebrauchen. Falls ihr das gehört habt, die Türklingel hat gerade geklingelt. Das heißt, ich muss jetzt leider gleich... Ich hack diese Maschine noch. Leider muss ich jetzt auch eine Aufnahmepause machen. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer als die anderen, aber... Ja, sowieso nicht jetzt besonders lang. Ja, pass auf, die Kamera wenigstens noch schnell hacken. So, das war's. So, das war's. Und dann mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause und sage tschüss, bis dann. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach hoch oder abonniert mich. Das überlasse ich euch. Also dann, tschüss.